Pünktlich um 16.46 Uhr zeigten alle Uhren im Stadion nur noch die 41. Gerade war das letzte Saisonspiel der Tigers und damit auch der letzte Auftritt von Billy Chu im Tigers-Trikot zu Ende gegangen. Die 2:3 Niederlage gegen die Adler aus Mannheim interessierte kaum einen mehr, auch Billy selbst nicht. Eigentlich ist es egal. Wir spielen zu gewinnen für einen Playoff-Platz. Und nach der Niederlage am Freitag sind wir so viel runtergekommen, weil das war für uns vorbei. Aber die Stimmung war besonders heute und das werde ich nie vergessen. Die Fans feiern natürlich von Beginn an ihren absoluten Liebling, der 12 Jahre lang die Knochen für die Tigers hingehalten hatte. Und auch die Verantwortlichen mussten bei der offiziellen Verabschiedung hinterher das ein oder andere Tränchen verdrücken. Ja, muss man schon wirklich sagen. Ich war jetzt nicht die ganzen 12 Jahre dabei, aber auch schon seit 8 Jahren. Und natürlich wächst einem so ein Mensch dann, wenn man so lange zusammenarbeitet, schon ans Herz. Zum Abschluss gab es dann nochmal ein Gruppenbild mit allen Fans, die an diesem Nachmittag ein True-Trikot getragen hatten. Und bei der Versteigerung im Anschluss gab es ein Rekordergebnis für das Originaltrikot von Billy in Höhe von 700 Euro. Zudem gingen die Fans am Ende mit einer guten Nachricht im Gepäck nach Hause. Und zwar, dass der derzeit verletzte René Röttke seinen Vertrag verlängert hat. Ja, natürlich freut es mich, nochmal eine Saison für die Straubing Tigers aufzulaufen und ich bin schon verdammt heiß. Jetzt aber rein ins letzte Spiel der Saison, das für die Adler besser begann. Denn nach 7 Minuten brachte Matthias Plachter die Gäste mit 1:0 in Führung. Fehlende Zuordnung da in der Tigers-Defensive und Plachter kann sich die Ecke quasi aussuchen. Wichtiger Treffer für die Gäste, die ja sogar noch eine Chance auf die direkte Playoff-Qualifikation hatten. Doch es sollte ja nicht unbedingt eine Kaffeefahrt für die Adler werden. Die Tigers wollten schon noch Widerstand leisten und die Gäste etwas ärgern. Und so dauerte es nur 2 Minuten bis zum Ausgleich durch Dustin Whitecotton, sehr zur Freude der knapp 4.800 Zuschauer am Pulverturm. Grundsätzlich war es kein allzu hochklassiges Spiel. Man merkte schon deutlich, dass es nicht mehr um allzu viel ging. Ein Treffer war dann aber doch noch zu bestaunen in der 18. Minute und der war richtig kurios. Florian Ondruschka schiebt Plachter in den Torraum, wo er Dimitri Petzold niedermäht. Und so hat Marius Kelso natürlich überhaupt keine Probleme mehr, zum 2:1 für die Adler einzuschießen. Die Hauserinnen protestierten zwar noch etwas, aber der Treffer zählte. Zu Beginn des zweiten Abschnitts wäre dann Chu fast noch zu einem Tor in seinem letzten Spiel gekommen, aber der Ausgleich war dann einem anderen vorbehalten. Und zwar Justin Mapletoft in der 27. Minute. Die Gäste eigentlich im Powerplay, aber mit einem riesen Bock im eigenen Drittel. Und so eine Chance lässt sich Mapletoft dann nicht entgehen. 2:2. Aber was die Tigers können, konnten dann leider auch die Gäste, nämlich in Unterzahl treffen. In der 39. Minute krönt sich Plachter, der damit an allen drei Toren maßgeblich beteiligt war, endgültig zum Matchwinner. Bei seinem Schuss ins kurze Eck schaut Petzold natürlich alles andere als gut aus. Im letzten Abschnitt versuchen die Hauserinnen zwar auch zum dritten Mal noch zum Ausgleich zu kommen, aber man merkte einfach, dass die Luft raus war. Und so bleibt die einzige erwähnenswerte Szene, dass Eric Mlosch kurz vor Schluss noch eine Spieldauerstrafe wegen Meckerns bekam. Irgendwie der passende Schluss für eine am Ende verkorkste Saison. Ja klar, wir wollten den Fans zum Abschied nochmal einen Sieg schenken. Die haben uns die ganze Saison super unterstützt. Wir haben alles gegeben, aber ja, leider hat es nicht funktioniert. Nehmen wir am Ende trotzdem das Positive mit. Es war ein würdiger Abschied für Billy Chu. Und für seine Kollegen kann es nur heißen, auf ein neues in der kommenden Saison.